Gut. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mir ging es, als ich den Antrag der Piratenfraktion gelesen und bearbeitet habe, doch ähnlich wie dem Kollegen Stotko, der sich ja eben auch schon gefragt hat, was sind denn jetzt eigentlich die konkreten Forderungen, die in diesem Antrag drinstecken. Ich kann erst mal sagen, aus grüner Sicht, die Überschrift ist gut und dass wir uns für Datenschutz einsetzen sollen, das finden wir auch ganz okay. Das machen wir seit 7 Jahren sehr konsequent. Insofern arbeiten wir genau an dem, was Sie uns da aufgeschrieben haben, aber eine wirklich konkrete Forderung daraus abzuleiten, das ist ein bisschen schwierig. Jetzt haben Sie das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz, das sogenannte, angesprochen hier im Redebeitrag. Wir wissen nicht, was am Ende des Gesetzgebungsprozesses auf der Bundesebene dabei rauskommen mag. Der erste Durchgang war letzte Woche im Bundesrat. Wir Grüne nehmen, und das hat sich auch in der ersten Runde im Bundesrat ja schon gezeigt, die kritischen Anmerkungen der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder, die sie ja in den letzten Monaten auch immer wieder vorgebracht haben, sehr, sehr ernst. Der Ball liegt jetzt im Deutschen Bundestag. Ich bin mir sehr sicher, dass die Grüne Bundestagsfraktion diese Bedenken dann auch in den Gesetzgebungsprozess sehr, sehr intensiv reinbringen wird. Und wir haben unsere Möglichkeiten ja schon genutzt. Wenn Sie sich das mal angeguckt haben, was letzten Freitag im Bundesrat passiert ist, da hat Nordrhein-Westfalen einen Antrag unterstützt, der kam aus dem Rechtsausschuss aus Hamburg, grüner Justizsenator, und dieser Antrag setzte sich durchaus kritisch mit dem Vorhaben des Videoüberwachungsverbesserungsgesetzes auseinander, hat da eine Initiative auch gestartet, die wirklich problematischen Stellen, wo wir inhaltlich da auch durchaus beieinander sind, ein Stück weit wenigstens zu entschärfen, soweit das halt in diesem Setting Bundesrat möglich ist. Denn inhaltlich ist es tatsächlich so, dass es durchaus ein schwieriges Vorhaben ist, was die Bundesregierung da auf den Weg gebracht hat. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen anstrengend, lieber Kollege Herrmann, wie Sie eigentlich die verschiedenen Sachverhalte auch in Ihrem Antrag im Übrigen immer wieder in einer völlig unzulässigen Art und Weise vermischen. Weil es ist tatsächlich so, und das sehe ich ganz genauso wie Sie, dass wir bei der Videoüberwachung durch Private, bei der Videoüberwachung im Rahmen von 6b Bundesdatenschutzgesetz durchaus eine schwierige Tendenz in den letzten Jahren hatten. Gerade dann aber es aus meiner Sicht total falsch und total unzulässig ist, dann immer zu sagen, ja, und wir haben die ÖPNV beispielsweise, da nimmt die Videoüberwachung so zu, und auch ihr mit euren Bodycams, steht bei Ihnen im Antrag. Wenn Sie sich mal angucken, wie die Videoüberwachung auf Basis von 6b BDSG ausgeufert ist in den letzten Jahren und sich dann anschauen, wie maßvoll Videotechnik bei der nordrhein-westfälischen Polizei eingesetzt wird, dann zeigt das einfach, Sie haben da eine völlig verzerrte Wahrnehmung von dem, was Rot-Grün in den letzten Jahren hier gemacht hat. Ich teile durchaus das, was die Bundesdatenschutzbeauftragten und die Landesdatenschutzbeauftragten vorgebracht haben, dass es schwierig ist, diesen Abwägungsprozess jetzt um eine weitere Dimension sozusagen zu erweitern. Wir haben im Paragraph 6b Bundesdatenschutzgesetz einen Abwägungsprozess, der eigentlich bisher immer dominiert war, von dem Schutz der informationellen Selbstbestimmung. Jetzt droht die Gefahr, wie gesagt, wir wissen nicht, was am Ende rauskommen wird, dass diese Dimension aufgeweicht wird. Und da haben wir tatsächlich eine Schwierigkeit. So, Herr Kollege, was würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Herrmann zulassen? Gerne. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Beuth, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Können Sie nachvollziehen, dass wir ein Problem damit haben, dass im neuen Bundesdatenschutzgesetz nichts von den bisherigen Regelungen zur Videoüberwachung wiederzufinden ist, also das, worüber wir jetzt hier im Videoüberwachungsverbesserungsgesetz reden, wo Sie auch gerade Probleme entdeckt haben, es ist davon nichts wiederzufinden. Es wird einfach das Endergebnis des Videoüberwachungsverbesserungsgesetzes als
neuer Tatbestand festgestellt. Das heißt, die Wichtigkeit, das ist jetzt das Neue im Gesetzgebungsverfahren drin. Es ist nichts von der Vorgeschichte ist mehr enthalten. Können Sie nachvollziehen, dass wir damit ein Problem haben? Herr Kollege Herrmann, ich kann nicht alle Probleme nachvollziehen, die Sie haben. Fachlich und inhaltlich an dieser Stelle. Kann ich mir das durchaus vorstellen, aber wir müssen auch gucken. Erstens, wir wissen nicht, was am Ende bei dem Gesetzgebungsverfahren rauskommen wird. Zweitens, wir haben es hier mit einem Antrag zu tun, der sich mit diesen Fragen eigentlich nicht in der gebotenen Art und Weise auseinandersetzt, weil da im Prinzip nur drin steht, Datenschutz ist irgendwie auch wichtig. Und da muss man sich sehr konkret anschauen, was dient eigentlich dem Datenschutz. Sie haben eben in Ihrem Wortbeitrag ja die Datenschutzbehörden angesprochen, die ja denen ja eine Aufsichtsfunktion zukommt. Und da muss man dann einfach sich angucken, wer hat denn in den letzten Jahren immer wieder den Datenschutz und die Landesdatenschutzbeauftragte in ihrer Funktion, in ihrer Arbeit gestärkt. Und das waren wir. Wir haben dafür einen erheblichen Stellenaufwuchs gesorgt, weil wir wissen, und das ist nicht ein Ergebnis, das Frank Herrmann herbeigezaubert hat, sondern das ist eine Tatsache, die sich durch die ganzen 7 Jahre rot-grüner Regierungszeit durchgezogen hat, weil wir wissen, dass die Landesdatenschutzbeauftragte und ihre Behörde eine extrem wichtige Arbeit machen. Deshalb haben wir dafür einen massiven Stellenaufwuchs gesorgt. Die Vorgängerregierung, daran darf ich noch mal erinnern, hat da die Stellen zusammengestrichen. Wir haben dafür gesorgt, dass dieses Streichkonzert nicht nur beendet wurde, sondern wir haben einen massiven Stellenaufwuchs geschaffen, weil wir eben aus den Beratungen auch wissen, dass die Frage der Videoüberwachung da ein viel nachgefragtes Thema ist. Das ist ein wirklich konkreter Gewinn für den Datenschutz, der auch nicht in Berlin passiert, sondern der hier bei uns in Nordrhein-Westfalen passiert. Und um zu diesem Ergebnis zu kommen, lieber Kollege Herrmann, als letzter Satz, dazu brauchen wir auch keine Studie, sondern dass wir diese wichtige Behörde in ihrer wichtigen Funktion stärken mussten, das haben wir ganz alleine herausgefunden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte.